Ja, hallo zusammen, mein Name ist Robert, willkommen hier bei köderschlacht.de. Ich bin heute mal wieder am Fischers Park und heute werde ich mal nur mit dem Spoon angeln. Es ist später Nachmittag, es war ein herrlicher sonniger Tag und ich hoffe, die Fische sind ein bisschen aktiv. Wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, 5 Uhr oder so, relativ früh noch im Jahr, im Februar, aber ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Sonne haben, so eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde, wenn wir Glück haben. Und wir legen jetzt einfach mal los mit dem Spoon und versuchen mal den einen oder anderen Fisch zu fangen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ich habe heute tatsächlich nur die GoPro dabei, daher auch die Einleitung am ausgestreckten Arm. Anfangen tue ich heute mal mit einem Forest Mew in den Farben Grün und Braun. Der sieht so aus, ist ein kleiner Forest Mew in, ich sag's euch, 2,2 Gramm. Ist eigentlich eine ganz schöne Farbe, ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht, aber wir werden jetzt mal sehen, was der Tag so bringt. Ich glaube, die Fische haben Bock. Ich bin mir nicht sicher, aber wir schauen einfach mal. Ja, für die, die es interessiert, fischen tue ich heute die Noctis Nano vom Exclusive Fishing Store. Die hat der Jürgen mir gebaut. Und dazu fische ich eine Diver Freems. Ist doch richtig, oder? Boah, ich bin immer so schlecht. Ja, eine Freems LT in Größe 1000 und damit kommt man eigentlich ganz gut zurecht. In letzter Zeit war es hier tatsächlich etwas schwierig, die Fische hatten nicht so richtig viel Lust, zumindest nicht auf Gummi. Ich habe es einige Male auch mit Gummi probiert hier, aber darauf hatten die Fische gar keinen Bock, deswegen habe ich jetzt heute gedacht, komm, nimmst du mal nur das leichte Gepäck mit, nur eine GoPro, eine Rute und ein paar Spoons und dann schauen wir mal, was uns hier heute erwartet. Dachte bis, ja, jetzt haben wir eine. Jawohl, wer sagt's denn? Oh, schöner, kampfstarker Fisch. Sehr gut. Ja, die kommt immer wieder hoch. Ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht vom Haken springt, weil unsere Spoons haben ja keinen Widerhaken. Ja, schöne Portionsforelle. Nehmen wir jetzt mal hier so ein bisschen mit zu unserem Kescher, der hier vorne liegt. So, jetzt sind wir zumindest mal bei unserem Kescher. Ja, die will noch nicht. Jetzt einmal hoch mit dir, komm. So, Luft schnappen, jawohl. Ne, immer noch nicht, aber jetzt. Alles klar. Einmal den Kescher. Einmal Kescher bitte. Jawohl. Da ist der erste Fisch. Ja, perfekt. Super. Sieht doch perfekt aus. Sehr schöner Fisch. Ich versorge den, dann geht's weiter. So, Köderwechsel ist verzogen. Ich habe hier jetzt wieder einen Forest dran gemacht, einen Forest Pal. Mit der Rückseite dunkel, also so ein schwarz-braun. Der hat 2,5 Gramm der Köder und die Vorderseite, ja, ist so ein, muss ich mal die Brille ausziehen, ich sehe das ja nicht so gut, grün, orange mit blauem Glitzer. Ja, ich würde sagen, wir probieren das jetzt damit einfach mal auf. So, probieren wir es hier, hier hatten wir ja eben auch so ein paar Bisse. Wenn das nicht funktioniert, dann wechseln wir nochmal den Spoon, dann suchen wir uns mal was richtig Knalliges, aber es hat funktioniert, jawohl. Da haben wir doch einen Fisch.
schön gebissen auf jeden Fall. Die hat den schön genommen, gut attackiert. Ihr habt gesehen, ich brauchte keinen Anschlag setzen, gar nichts. Macht mir ja auch nicht beim Spoonfischen. Der Fisch kommt hier auf uns zu. Wir lassen ihn einmal ein bisschen Luft schnappen hier am Rand, damit die Schnur nicht zu schlaff wird. Oh, aber der ist kampfstark. Also obwohl der Luft geschnappt hat, ist er immer noch gut unterwegs. So, jetzt haben wir ihn aber. Keschern den einmal. Komm her, Kollege. So, wunderbar. Gucken wir, dass die Rute nicht bricht. Ich zeige euch den Fisch. Ja, super. Ich mache den fertig und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt nochmal gewechselt auf einen Miu in 2,2 Gramm. Und zwar hier so ein, ja, so eine Art Fire Tiger Dekor. So richtig bunt. Hat richtig schön buntes. Schauen wir mal, ist das hier oben noch verdreht. Und dann geht es los. Ach ja. Ich hatte hier mal einen Tag am Fischerspark, da gibt es auch ein Video zu. Ich kann euch das mal verlinken, oben in der Ecke. Da habe ich mit schwarz-gelben Ködern gefangen. Das war wie verhext. Ne? Die haben auf nichts gebissen, nur auf schwarz-gelb. Warum auch immer. Aber da ging es richtig gut ab. Also haben wir echt gut gefangen, auf Ansage sogar teilweise die Fische. Das war ein schöner Tag. Ja, bisher hatten wir auf unseren richtig knalligen Köder hatten wir noch gar keinen Zubler. Vielleicht wollen die Fische aber auch was richtig Gedecktes heute haben. Also hier diese knallige Farbe, das war bisher nichts. Oh, in dem Moment sag ich's und da kriegen wir hier den Einschlag. Schöner Biss. Eieiei. Da hatte ich gerade ausgesprochen, da habt ihr das gehört und dann kommt hier der Einschlag auf den bunten. Auf den bunten Spoon. Sehr schön. Und der nächste sehr, sehr kampfstarke Fisch hier. Oh, die hat aber echt gar keine Lust, hier mal rauszukommen. So, jetzt hat es aber Luft geschnappt. Und ich denke mal, jetzt kriegen wir die auch ganz gut gekeschert. Die Forelle. Uah, jawohl. Haben wir sie. So, schaut euch den schönen Fisch an. Ich mache die fertig und dann geht's weiter. Weil wir von gedeckten Farben gesprochen haben, ich habe jetzt hier mal so einen metallicfarbenen Spoon rausgesucht, der aber gedeckte Farben hat. Er ist dunkles Braun und helles Braun, wenn ich das hier richtig sehe. Und auf der anderen Seite hat er auch noch mal so ein, ja, fast ins Ockergelbe gehende. Aber jetzt komm, jetzt hier den Grund. Da, oh, ja, da haben wir eine. Jawohl, schöner Biss und ein Flipper. Oh, das ist aber eine schönere, glaube ich, eine etwas dickere. Ja, das ist guter Biss gewesen. Definitiv schön genommen auf die gedecktere Farbe. Er hat jetzt schon eine schöne Flucht hingelegt. Gar nicht, wo sie ist, aber da am Rand. Da ist auch wieder eine Portionsforelle, so wie die anderen auch. Schön. Ja, so langsam füllt sich doch die Kühlbox. Mit vier Fischen jetzt. Das macht doch jetzt schon richtig Sinn, langsam. Können wir doch schon Abendessen machen. So, ich greife mir den Kescher, hole mir den Fisch, wenn er nicht abgeht und rein will. Jawohl, da haben wir ihn. Guckt ihn euch an. Ich mache hier eben mal meine Rolle auf, damit hier nicht meine Rute kaputt geht. Da ist der schöne Fisch. Ich mache den fertig und dann geht's weiter. Ja, liebe Leute, ich habe mir hier ein schönes Plätzchen gesucht.
direkt an meinem Banner. Da freue ich mich ja sehr, dass der jetzt hier hängt. Auf jeden Fall, ja, ihr habt das Video jetzt gesehen. Es war echt schwierig heute. Also war kein einfacher Tag, beziehungsweise Abend oder Nachmittag. Ich hatte auch nicht so viel Zeit, Stündchen oder so. Ich bin jetzt ungefähr, ja, lass mal sagen, eine Dreiviertelstunde ungefähr da. 4 Fische habe ich gefangen. Ist absolut in Ordnung für mich. Ich bin immer auch mit einem Fisch schon zufrieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, heute aus einer anderen Perspektive mehr oder weniger das gesamte Video mal zu sehen. Nur mit der GoPro habe ich jetzt hier gefilmt. Die große Kamera habe ich aufgrund von Zeitmangel zu Hause gelassen. Daher heute nur mit der GoPro hier an meinem Banner verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch alles Gute. Holt mal die schönen Fische raus aus den Seen. Egal, wo ihr hinkommt. Ich wünsche euch stramme Leine. Passt auf euch auf. Bis bald. Euer Robert.